Anja Schönwald. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Papst. Guten Morgen, Robin. Ich unterrichte nun seit ca. 20 Jahren in der Mittelschule in Bad St. Leonhard die Pflichtgegenstände Ernährung und Haushalt, Werkerziehung sowie die Wahlpflichtfächer Kreatives Gestalten und gesunde Ernährung. Gesunde Ernährung ist für mich ein ganz wichtiges Fach. Ich lege großen Wert auf Sauberkeit, auf regionale Produkte, auf Zubereitung und auf Esskultur. Die Kinder lernen Menüs kochen, Menüs zusammenstellen und die richtige Auswahl der Lebensmittel und Produkte. Kreatives Gestalten ist ein Gegenstand, wo sich Kinder frei entfalten können, wo sie ihre eigenen Ideen einbringen können, wo gearbeitet wird von Herbstdekorationen über Weihnachtsdekorationen hin bis zu Produkten wie Tonarbeiten, Tonsäulen, die den Kindern großen Spaß bereiten. Kinder können ihrer Kreativität hier freien Lauf lassen. Ja, ein Werkstück, das ich sehr gerne mit den Schülern mache, ab der 7. Schulstufe, ist eben dieser LKW, weil er eben Teile aus Holz und aus der Metallwerkstatt eigentlich beinhaltet. Man kann auch sagen, es ist auch fächerübergreifend, weil man da eben mathematische Kenntnisse von geometrisch zeichnen,
und dem natürlich aus dem Werkunterricht mit einbringen muss, damit dieses Werkstück gelingen kann. Ja, wichtig ist mir im Werkunterricht, dass die Kinder maßgenau arbeiten, dass sie sauber arbeiten, damit ein qualitativ hochwertiges Werkstück entstehen kann. Willkommen bei uns hier in der Nachmittagsbetreuung. Mein Name ist Eva Probst. Ich bin jetzt das dritte Jahr hier in der Nachmittagsbetreuung an der Mittelschule Bad St. Leonhard tätig. Wir begleiten die Kinder in der Lernbetreuung. Also dort ist auch ein Lehrer zuständig, der sie unterstützt bei den Hausaufgaben. Ein gemeinsames Mittagessen gibt es, das was wir vom Restaurant Berntaler geliefert bekommen. Und auch im Anschluss haben wir Freizeit. Da wird auch die Kreativität gefördert. Die Freizeit verbringen wir auch im Freien, wenn schön Wetter ist, dann haben wir auch Computerräume, die Bibliothek, alles steht uns hier zur Verfügung. Die Schule ist jetzt aus und der Chor davon geht's um, das Singen macht uns Spaß. Und wir haben viel Freude rum. Für Mädels sind dabei, Burschen saß dabei nur vier. Ich hab mich umgeschaut, wir sind schon alle hier. Heute machen wir unser schönes Schulstück alle miteinander. Wir sind mal ganz verliert, alle hintereinander. Egal was mal wir singen, wir haben immer viel Spaß. Und die Zeit beim Chor, die ist immer klasse. Mit euch kann man lachen, mit euch kann man tanzen und viel Musik machen, bei euch muss man schmunzeln. Mit euch kann man reden und beim Singen haben wir Freude am Leben. Dass wir nicht perfekt sind, ja das wissen wir auch. Wir üben immer weiter und dann geht's bergauf. Wir haben Freude am Üben, kriegen auch keinen Applaus. Und im Endeffekt zahlt sich's immer aus. Das ist der Schulchor.
Liebe Schülerinnen und Schüler, geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte, ich hoffe, ihr konntet durch dieses Video einen guten Eindruck von unserer Schule bekommen. Sollte es noch Fragen geben, so können wir diese wegen Corona dieses Mal nur telefonisch besprechen. Auch eine Führung durch die Schule ist möglich, ebenfalls wegen Corona, diesmal leider nur außerhalb der Schulzeit.